Servus, Brennmarsch. Ich bin ja schon fast neun. Es ist kurz nach 12 Uhr. Ich habe gerade den Kamin eingestellt, den brauche ich ein bisschen. Hab mir jetzt schon einen schönen Kranz gelegt aus Briketts. Da werden wir jetzt dann anschauen. Das erste, was mit reinkommt, ist Brisket. Und. Mensch, ist das gut, das hat 0 Grad. Und ich bin fast wegen gleich da zusammen. Also das Brisket kommt als erstes rein und das Pulled Pork dazu. Das werden wir jetzt dann nochmal gleich dezent ein wenig anreichern. Ich nehme da so Buche, kleine Stiegler. Das drum ist absolut krass genug. Ich mache nicht mit kleinen Chips oder mit Speiereiben. Ich kann da ein wenig kleines Feierler machen. Der verzeiht mir das durch das Volumen, was der hat, wird die ganze Woche nicht so heiß. Ja, und wenn es was Neues zum Verzehr gibt, lehre ich dazu. Und heute probieren wir das einmal, dass wir aus ein paar Videos eins machen. Schauen wir mal, wie wir es hinbringen. Bis now. So Freunde, jetzt ein Zwischenstand. Es ist 4 Uhr, bin da frei. Wir fahren ganz geschmeidig bei immer über 100 Grad, wunderbar. Und unsere Rinderbrust und der Schweinehals haben wir jetzt gerade Besuch gekriegt. Zeige ich das mal. Ich habe da gerade unser Nuss noch mit reingehängt. Unseren Bierschinken. Ja. Und dann gehen wir jetzt einfach weiter so zu. Und lernen die Schee langsam so zu. Was ich gemerkt habe. Und das mag eine super Sache. Ganz toll vor der Temperatur hier zum Beispiel im Kinderleicht echt nichts dabei. Sobald man merkt, dass er wegen Zeug wird, unten kleiner Griff an den Regler hier, an dem Luftregler. Und das funktioniert echt super. Ich bin total begeistert. Hat aber auch einen Schönheitsfehler, habe ich krank gemerkt. Ich bin da bei mir daheim auf der Terrasse. Ja. Wenn man den Deckel aufmacht, ist da nicht nur Wasser drin, sondern das Wasser wird natürlich auch ein wenig braun und ja. Ein bisschen ein Fettler ist sie da. Habe ich jetzt herrlich auf der Terrasse verdaut. Hat aber einen Vorteil, mir wird es jetzt nicht langweilig. Das Ding hat ja Radler. Ich konnte nicht einmal wegen verschämen und die Terrassen sauber machen. Und dann werden wir was unterlegen. Ja, was da denn auch so? Aber so nichts zum Dau. Ja, bis dann. So Leute, da bin ich wieder. Jetzt ist 5. Kurz nach 5. Das Ding benimmt sich super, es ist wirklich der Hammer. Ganz toll. Weit 60. Es ist immer noch kalt. Macht aber dem überhaupt nichts aus. Ganz toll. Was ich bloß sehe, er tropft ziemlich. Also man soll das Ding irgendwo hinstellen, wo das Tropfen echt wurscht ist. Also auf dem Schotter, in Rasen, irgendwo hier, aber nicht auf die Terrasse. Macht aber nichts. Lass sich so abwaschen, es ist eigentlich kein Fett dabei. Ich habe das gerade schon mal nachgeschaut, passt. Ja, was bleibt zum Sagen? Er benimmt sich super, der einfache Kranz bewährt sich. Heißt, einfacher Kranz, links und rechts ein Kohlen und oben drauf eine Reihe weiterbaut, dass quasi unten zwei und oben immer eins ist und ist so durchgängig. Ganz super. Passt. Der pendelt sich da wunderbar ein, auf ein bisschen über 100 Grad. Super. Ich schaue jetzt gerade, ja, bei der Nuss sind wir schon bei fast 50 Grad, also alles safe, alles super. Wir haben voll im Zugebiet. Ja, und wenn ihr mal einen Blick riskieren wollt, so, ich nehme euch mal ein wenig mit. Ich hoffe, man sieht es doch ein wenig. Ja, läuft. Und wenn es was Neues gibt, dann hole ich euch dazu. Bis dahin. Werden wir jetzt ein wenig einbindeln. Und so
zwar mit einer ganz einfachen Mischung. Ein paar Teelöffel mit Honig. Und den ganzen Honig lösen wir einfach bloß mit ein bisschen warmem Wasser. Mehr ist da schon gar nicht dran. Es ist tatsächlich nur Honig mit Wasser, warmes Wasser, dass es sich halt ein wenig schöner gibt. Und das war's dann auch schon. Und mir ist da jetzt nichts zum Tau, außer zu warten und zu warten. Es ist mittlerweile 7 Uhr. War ein wenig eine kurze Nacht, weil wir ein bisschen Auseinandersetzungen gehabt haben. Aus dem Grund, weil es dann plötzlich der Wind dann so gegangen ist und dann so kalt war. Und ja, klar, Niedrigtemperatur immer gut, aber zu niedrig ist nicht förderlich fürs Ergebnis. So, aber jetzt haben wir wieder alles im Griff. Es ist zwar immer noch windig und nieselig, aber man hat sich jetzt darauf eingestellt. Wir haben beim Brisket mittlerweile auf ja, 74 Grad. Und das Pulled Pork auf knapp 80 Grad. Hervorragend, wir haben absolut im richtigen Zeitfenster. Über 60 Grad habe ich schon in der Nuss. Hervorragend. Ja, und jetzt geben wir der Sache einfach noch ein wenig Zeit. Und wenn sie wieder was dauert, lehre ich wieder dazu. So, Freunde. Wir haben relativ gut dabei, keine nennenswerten Probleme, mir ist jetzt bloß um das, jetzt ist 8. Ja, wir haben quasi bis zum Essen noch ein wenig Zeit und vor allem bis die Lachs gibt, haben wir noch Zeit. Ja, und weil ich schon mal erwähnt, ich brauche relativ lang für den Upload, ich glaube, ich breche jetzt da dann nochmal ab und schaue, dass ich mein Video raushaue und vor allem, dass ich das zusammenschneide, weil jetzt habe ich Zeit zum Probieren. Und ja, wir haben schon ein paar am Handy angeschrieben, danke für die Anteilnahme. Und ja, ich probiere jetzt dann einfach, dass ich mein Video zusammenschneide und wenn ich dann den Likes dazu habe und den Anschnitt, das machen wir dann wieder einnehmen, dann darf es ja kein Problem mehr sein, wenn ich es jetzt dann nochmal probiert habe. Mal nur mal zum Gucken. Das hat sich nicht viel geändert. Ich habe jetzt oben den Kranz raus, weil die Nuss ist jetzt reihum super angereiert, die schaut prima aus, genauso wie die sagen. Unsere Rinderbrust, die habe ich jetzt einmal ein bisschen einpackelt, dass er ein wenig geschützter ist. Und dann lassen wir das wieder weiter so zuziehen. Das passt ganz gut. Und ja, ich mache jetzt da mal einen Cut und dann schaue ich, dass ich das Video zusammenschneide. An der Stelle gleich einmal nochmal ja, danke an einen Spätzl von mir, an den Steff. Der hat mir ein tolles Stativ mitgebracht, darum habt ihr die letzten paar Aufnahmen schon in der Küche dann schön mit anschauen können. Ich habe da vorher auch mit der Staffelei gearbeitet, aber ja, aller Anfang ist schwer. Jetzt habe ich da schon mal ein Stativ, danke dafür, Steff. Kriegst du mal eine halbe. Und ansonsten würde ich sagen, gut, ich schneide das jetzt zusammen und freut euch auf das nächste. Und wie immer, bleibt meine Freunde, führt euch dabei.